Feierabend. Ich habe euch heute mal nicht gezeigt, was auf der Arbeit passiert. Denn ja, mein Essen habt ihr gesehen. Von daher nichts Spektakuläres. Ich war jetzt noch einkaufen, nachdem es gestern eben keine Ananas gab. Und jetzt wollte ich vom Aldi meine geliebte gefrorene Ananas holen. Aber schaut mal, es gab keine gefrorene Ananas. Also habe ich auf die normale zurückgegriffen, bevor ich jetzt in weiteren, ja, Supermärkten danach suche. Habe auch nicht so viel Zeit, denn ich habe heute Abend noch zu arbeiten. Ab 8 Uhr geht es los, bis ab 19:30 Uhr. Von daher muss ich mich ranhalten. Wollte euch aber trotzdem diesen Vlog zeigen, einfach, dass ich, um zu zeigen, dass ich auch trotz Arbeit, trotz Freundin und so weiter, ja, trotzdem mein Leben auch gebacken bekomme. Natürlich, wie sollte es anders sein? Was passiert im Aldi? Ich habe noch Mini-Mozzarella für meine Freundin gekauft. Alles, ich bin so ein klassischer Typ, keine Tasche dabei, kein Korb dabei, nichts. Pack alles so, was passiert? Mozzarella fällt auf den Boden, alles eingesaut, also eingesammelt. Wieder in die Schlange, wieder neue Mozzarellas geholt, in die Schlange wieder hinten angestellt und nochmal gewartet. Deswegen geht es jetzt schnell nach Hause, dann gibt es einen Pre-Workout-Snack, was das alles ist, zeige ich euch und dann geht's ab ins Training. Natürlich gibt es auch wieder mein Intra-Workout. Unterscheidet sich nur in der Form, dass ich noch 30 Gramm Cluster-Dextrin dazu habe. Ansonsten die Rezeptur seht ihr beim vorherigen Video. Und dazu wieder mein Pump-Booster aus Nitroglycerin und Pump That Bitch, ein bisschen Citrullin. Und ja, jetzt gibt es noch meinen Snack. Und ich muss sagen, bin definitiv froh, dass ich heute mal wieder nach 2 Tagen Kohlenhydrate essen kann. Also schmecken schon sehr allein diese Reiswaffeln. Nur diese bisschen diese Banane, diese Süße wieder zu haben. Und nachher gibt es ja noch ordentlich Reis. Von daher trinke ich jetzt noch mein Booster, mein Dark Focus noch und dann geht's ab ins Training. So, Training ist beendet. Ich muss leider schon arbeiten, deswegen gibt es jetzt erstmal noch einen kleinen Snack. Sind wieder 5 Reiswaffeln mit 10 Gramm Honig und dazu hier mein Isoway Shake. Ist der gleiche von Bodybuilding Depot. Und ja, jetzt geht es ein bisschen in die Arbeit und dann gibt es hoffentlich bald was zu essen. So, zwischendurch zeige ich euch gerade mal, ich habe meinen ganzen Tag heute schon vorgetrackt, das ist der Optimalfall. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie ich das mache, gibt es extra einen Videoplan, den ich euch gerne mal einblenden. Und da seht ihr heute Morgen 408 Kalorien beim Frühstück. Ziel sind 250 Gramm Eiweiß heute, 320 Gramm Kohlenhydrate und unter 30 Gramm Fett. Das kriege ich hin. Abendessen habe ich auch schon vorgetrackt. Da wird es heute Abend geben 100 Gramm Basmati-Reis, 100 Gramm Ananas und 215 Gramm Hühnchen. Muss ich noch zubereiten und dann bei den Snacks, ja, hier Intra-Workout, dann davor den Snack mit Honig, das sind 20 Gramm, das ist für danach noch, dann die Reiswaffeln, 2x 40 Gramm, das ist einmal davor und danach, dann habe ich hier noch Milchreis, auf den freue ich mich schon sehr, 100 Gramm, der wird noch gekocht und dann noch 100 Gramm Bärenmischung dazu und die Bananen hatten wir auch noch und dann eben unser Isoway Shake. Und so ist das Ganze getrackt. Also kein Hexenwerk. Und es ist einfach ganz einfach. Die App heißt übrigens Fat Secret. Das ist keine Kooperation oder irgendwas, sondern einfach nur eine kleine Empfehlung.
Und dann ist das Abendessen. Zumindest die erste Portion fertig. Ganz normal Gemüse, hier Reis, hier die Ananas habe ich extra mal so gelegt. Die zweite Portion habe ich dann schon mal komplett in die Pfanne. Den Rest der Ananas, der dann übrig bleibt, habe ich jetzt in eine Folie getan. Und dann wird die eingefroren für die nächsten Tage. Ja. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen Gemüse raus für morgen. Hähnchen wird dann noch angebraten und nachher gibt es noch den Milchreis. Also noch ordentlich was zu essen. Hinweis für alle, die es nicht wissen, wir haben 3 E-Books, das hier ist mein persönlicher Favorit, ich habe es mir ausgedruckt, die 50 besten Diätrezepte und da sind auch solche Sachen wie eben dieser Milchreis drin, kurz hier durchblättern, Erdnussbutter, Zimtschnecken, cremige Tagliatelle mit Hühnchen, Apfelkuchen, also alles, was das Herz begehrt hier drin, Link baue ich euch unten in die Beschreibung ein, da könnt ihr mal durchstöbern. So, und wir haben jetzt tatsächlich 0.10 Uhr und ich muss sagen, das ist einfach viel, viel, viel zu spät. Aber ich habe ja gesagt, ich muss heute noch arbeiten. Es ist auch eine Ausnahme, dass es wirklich heute so spät wird und es ist noch kein Ende in Sicht. Deswegen habe ich auch diese Mahlzeiten alle ein bisschen rausgezögert, weil ich eben zwischendurch noch gearbeitet habe und wenigstens jetzt meinen geilen Gute-Nacht-Snack noch habe. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen, obwohl es so ein bisschen chaotisch jetzt ist und auch gerade mit der Zeit nicht passt. Meine Haare sehen aus wie Harry. Ich sehe mich zum Glück gerade nicht selbst, aber ich komme gerade aus der Dusche. Also das habe ich auch eben erst erledigt. Ja, was kann ich noch sagen? Mir geht es sehr gut, auch jetzt nach dem High Cup Day. Ich fühle mich von den Kraftwerten super. Es macht Spaß noch im Training. Und ich hoffe, euch gefallen die Vlogs. Also da auch gerne immer Feedback. Was ihr wollt ihr sehen? Auf was habt ihr Bock? Welche Themen soll ich noch eingehen? Ja, und ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr findet sämtliche Links zu Gym Junkie, zu Bodybuilding Depot, zu Gigas in meiner Videobeschreibung oder auch zu Amazon-Links. Ja, dann bedanke ich mich für euer Einschalten. Freue mich über einen Daumen hoch, über ein Abo, über jede Weiterempfehlung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marcello.